Es ist eine ganz große Stärke des katholischen Denkens und Glaubens, dass wir das, was Gott der Schöpfer gemacht hat, die Natur, auch immer einbinden in die Geheimnisse unserer Erlösung. Und es ist einfach in der Natur, dass der Osten eine besondere Symbolik hat, weil vom Osten das Licht kommt. Im Osten geht die Sonne ab. Im Osten wird die Finsternis und Bedrückung der Nacht, die früher ja für die Menschen meistens eine existenzielle Gefährdung dargestellt hat, wird die Dunkelheit der Nacht besiegt. Aus diesem Grund hat man den Tag, an dem man die Auferstehung Christi gefeiert hat, den Tag nach dem jüdischen Sabbat, den ersten Tag der jüdischen Woche, dann auch nach der Sonne benannt. Es ist der Dies Solis, es ist der Sonntag, weil Christus wie die Sonne aus dem Grab aufgeht. Und man hat dann, sobald die Möglichkeiten bestanden, Kirchen zu bauen, diese Symbolik auch in die Ausrichtung der Kirche hineingekommen, dass eine katholische Kirche von Osten nach Westen gebaut ist. Dass man also, wenn man anbetet, wenn man betet, wenn man die Heilige Messe feiert, nach Osten schaut. Man hat auch begonnen, auch die Hostien, also in denen Christus gegenwärtig wird, rund zu gestalten, um diese Sonnenform jetzt eben nachzumachen. Der Westen war im Gegensatz zum Osten, wo die Hoffnung kommt, wo das Licht kommt, der Ort Christi eben jetzt, also wo Christus aufgeht aus dem Grab und uns neues Leben schenkt. Im Gegensatz dazu war der Westen immer das Reich der Dunkelheit, also dort, wo das Böse ist, wo die Dämonen wohnen. Wir haben in der alten Kirche zum Beispiel den Brauch gehabt, wenn die Taufbewerber gefragt worden sind vom Bischof, ob sie dem Bösen widersagen, wie wir es heute noch in unserer Taufliturgie haben, dann haben wir liturgische Hinweise, dass sich die dann real umdrehen mussten Richtung Westen und ausspucken mussten. Ja? Also sie widersagen dem Bösen, sie spucken auf den Teufel, sie spucken auf die Finsternis, die bisher ihr Leben ohne Gott jetzt eben beherrscht hat. Also diese Natursymbolik ist sehr wichtig. Wir haben dann auch noch diese Verbindung, dass hier eine Richtung da ist, eine Linie, ein Weg, weil Jesus ja sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diese Weghaftigkeit ist in unserer westlichen Liturgie sehr wichtig geworden, wo wir langgezogene Kirchen haben. Also man kommt aus der Finsternis, aus dem Westen und man schaut Richtung Licht und man geht Richtung Osten, während wieder der Osten, also die Orthodoxie und die Altorientalen, wieder den Kuppelbau geliebt haben. Das griechische Kreuz als Grundform für die Bauten des Ostens, das hat wieder die Harmonie, die Fülle des Himmels möchte das wieder ausdrücken, weil dort der ganze Himmel gleichsam gegenwärtig und abgebildet wird und himmlische Liturgie gespielt wird. Aber bei uns sehr schön immer der Weg eben jetzt hin zum Altar, das Vorgehen, deshalb auch der erste Akt, den ich tue, wenn ich eine Kirche betrete, dass ich aus der Dunkelheit Richtung Altar, Richtung Tabernakel, wenn dann hinten noch Glasfenster sind, Richtung Licht jetzt eben gehe, das eigentliche Licht, die eigentliche Sonne, die Christus ist.